So, nun ist halt endlich so weit. Und ich kann jetzt endlich die Probe fortmachen. Da habe ich gerade die ganze Zeit abgetäuft. Und ja, ich bin hier in der schönen Stadt Lauda. Man nennt das Juck das liebliche Taubertal. Also die Gegend ist sehr, sehr schön. Für uns Norddeutschen natürlich immer was ganz anderes. Also der erste Eindruck von der neuen Vorrat ist echt erstklassig. Ich bin richtig begeistert. Alles hundertprozentig instellt. Ich war jetzt mal hier auf die nächste Unterstützungsstufe gegangen und einen geraderen Gang nehmen. Da war mir alles hier in diese Display anzeigt. So, nun kommt jetzt sogar der erste Steigung. Ja, kein Problem. Das macht der Motor und die Schaltung überhaupt nichts gut. Ja, immerhin muss das Rad hier doch einige Kilos bewegen. Und allein auch der Schaltvorgang, man mag das fast gar nicht, dass wir von einem Gang auf den anderen umspringen. So, jetzt folgen relativ steile Bach hoch. Davon gibt es hier einige. Und selbst wenn man dann den Gang umschalten darf, das läuft auch recht elegant ab. Man mag das knapp, dass die Schaltung, die elektronisch ist, eine kleine Pause machen, die Haltung noch machen muss. Also, das ist kein Problem mit dieser Schaltung, diese Bar hochzukommen. Ach ja, das Schöne an diese Tauberräder ist sie, dass man sich eigentlich einen kompletten Vorrat selber zu Sorgen stellen kann. Das Gute ist, wenn das ein ganzes Stück Bach abgeht, geht das irgendwann noch wieder Bach runter. Und jetzt kann man noch gleichzeitig mal sehen, wie die Bremsen funktionieren. Und jetzt habe ich hier einen Übergang von Teerstraat auf Grandchaussee. Ich habe mir hier noch andere Reifen abbuhen lassen. Die Räder, die dort drauf werden, da werden ganz reine Straßenreifen. Aber jetzt haben wir hier von Schwalbe, die Schwalbe Plus MTB Räder drauf. Die haben irgendwo ein bisschen mehr Grip und sind pannensicher, sagen wir mal so. Aber das fühlt sich gut. Die Aussicht hier ist bombastisch. Also hier bin ich mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen.
Man mag hier auch mit diesem relativ holprigen Weg, dass die Förderung auch schön arbeiten bleibt. Ab zum Strott muss man natürlich auch genau wissen, was von Hebel ist für die Förderbremse und was von ist für die Achterbremse. Das ist nämlich genau andersrum als bei dem Motorrad. Da ist aber rechte Seite die Förderbremse und hier mit Vorrad ist die rechte Seite ist der Achterradbremse. Also, wenn ich mir schon mal so ein little Fazit erlauben darf, ich habe das schon mal gezeigt. Eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Die Tour hierher, der hat sich mit Sicherheit lohnt. Und ich kann der E-Bike-Erlebniswelt von Herrn Mott einfach nur empfehlen, das ganze Team einfach klasse. Ja. So kriegt man jetzt auch noch ein Little Bett hier von der Stadt mit. Und ja, dann haben wir das jetzt so Glück geschafft. Sind wir da zurück. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr beeindruckt. Und noch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Herrn Mott und Sie im gesamten Team sagen. Vielen, vielen Dank für alles.